Das wird bei dem keinen Schaden machen, weil es Gift verschießt, oder? Und er sowieso untot ist. Und ich habe zurzeit keinen Dolch dabei. Oh, ich habe aber doch die da. Ja, wie die Armbrust funktioniert, habe ich leider noch nicht kapiert. So, nächste Rastrunde. Es kommt auf jeden Fall wenigstens schon mal nicht mehr, dass Untote spawnen, also beschworen werden. Das heißt, es waren wirklich die beiden Watcher, die dafür gesorgt haben. Und ja, ich vermute einfach mal, dass die Tentakelmönche, nenne ich sie mal, weil ich glaube, Gorgorath oder wie sie nochmal genau heißen, ich spreche es immer falsch aus. Der da steht alleine da. So. Könnt ihr mir eigentlich die Potion hier geben? Aber nö. Nö. Also ich sehe noch, dass gut der halbe Raum gefüllt ist mit denen. Und mein Hauptproblem ist halt... das. Ich halt so langsam Mana regeneriere. So, noch einmal und dann müssten sie eigentlich weg sein. Die? Okay. Ich glaube, der ganze Raum ist noch voll mit denen.
Ja, ich krieg langsam Lebenspunkte. Und ab und zu mal ploppt, glaube ich, dieses unsere Haustierchen werden euch vernichten, Ding auf. Entweder das oder ich habe mich verguckt und es kommt immer noch das mit den Untoten. Wenn immer noch das mit den Untoten kommt, habe ich ein großes Problem. Aber ich will noch mal ganz kurz hier durch. Bei mir ist da so eine Idee gekommen. Ah, das war der falsche. Tatsache, ich kann die Dinger hier löschen. Okay. Okay, das Ding tut einem weh. Nee, ich gucke erstmal, dass ich die Untoten da loswerde, bevor ich mich darum kümmere. Das wird wahrscheinlich noch in der nächsten Aufnahmesession auch noch anhalten. Das Perchen. Wie gesagt, ich hätte hier jetzt ganz liebend gerne den Perching Hammer. So, nächste Runde. So. Also ich muss mir merken, die Orbs da drüben kann ich löschen. Wie gesagt, es sind hier verdammt viele gespawnt, dadurch, dass die beiden Oberbuchtis halt einfach die Viecher spawnen können, wie sie Lust und Laune haben. Da hätte der
Modder von dem Dungeon wirklich eine Sicherung einbauen sollen, dass es maximal nur 4 Mobs pro Summoner sind oder so, dass ich jetzt hier nur 8 wegpurchen müsste und nicht 20. Weil dieser Raum hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3, beziehungsweise mal 5. Also 30 von denen könnten es maximal sein. Und ich purge die ja hier schon weg wie ein Blöder. Ich sehe es halt an meiner Framerate irgendwann, wenn die wieder besser wird, dass ich langsam Fortschritte mache. Aber im Augenblick krebs ich immer noch bei 9 FPS rum. Und ja, das da kommt mit den Pets. Gut. Also nichts mit neu spawnenden Untoten. Weil ich habe ja eigentlich auch beide besiegt, beide Watcher. Na, das war einmal zu viel. Okay, meine Framerate ist ein dezentes bisschen besser geworden von 9 auf 11. Also ja, maximal 30. Könnten auch 42 sein, wenn hinter den Wänden, die aufgegangen sind, zwei Reihen sind, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, da war nur ein, ist garantiert nur eine Reihe aufgegangen. Ich hoffe es jedenfalls mal. Also sonst müsste ich 42 von diesen Vierer-Stacks wegpurchen. Es gibt zwar einen Haufen Erfahrungspunkte. Jeder von denen bringt, glaube ich, fast 2000 Erfahrungspunkte. Er ist vor allem bald schon bald zur Hälfte auf Level 21. Okay, ich glaube, ich habe die Hälfte ungefähr geschafft. Ja, man sieht auch langsam, meine Regeneration wird wieder etwas schneller. Ich muss aber auch immer wieder darauf aufpassen, wie es mit meiner Nahrung, wie sieht es mit meiner Nahrung zurzeit aus? Okay, ist noch in Ordnung. Ich meine, da hat der Entwickler von dem Dungeon, also der Entwickler von Labyrinth of Lies, wirklich ein bisschen übertrieben jetzt so in diesen Bereichen, was das Spawn von Gegnern angeht. Ich meine, allein schon der Insektenbereich. Ich habe die ganzen Nester dort zerstört. Eigentlich dürften da keine Viecher mehr spawnen, aber sie kommen trotzdem noch wie die Fliegen. So, jetzt habe ich erstmal genug Mana zusammen, um ein paar Mal zu purgen. Wieder ein Trupp weg.